Herzlich willkommen zu meinem kleinen Talk oder Workshop hier. Ich werde euch jetzt in den nächsten, hier steht 45 Minuten, der Timeslot selber ist auf 60 Minuten angelegt, aber wir können hinterher noch ein bisschen Q&A machen. Versuchen zu erzählen, was hat es eigentlich mit diesem Ultraschallprojekt auf sich und wie macht man einen coolen, hochprofessionellen und trotzdem sehr einfach zu handhabbaren Audio-, Aufnahme- und Schnittprozess damit. Ich würde bitten, Fragen dann nach meinem Hauptblock zu stellen. Wir haben dann hier ein Saalmikro, damit der Block vorher auch hinterher irgendwie von anderen Leuten am Stück durchgeschaut werden kann, ohne dass man dann ständig da so aus dem Flow rausgerissen wird. Was ist Ultraschall? Ultraschall ist ein Open-Source-Projekt, was ich und ein Team, was ich hinterher noch zeigen werde, seit ungefähr 2,5 Jahren, fast 3 Jahren mittlerweile vorantreiben. Und wie bei allen Projekten, die aus Leidenschaft und Herzblut heraus entstanden sind, haben wir versucht, ein reales Problem zu lösen. Dieses reale Problem sieht man hier. Nämlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Podcasting beschäftigt, sieht man, dass man eigentlich so 3 große Bereiche hat. Nämlich die Aufnahme, dann das Mastering, das heißt also, die Aufnahme ist schon gemacht und wie kriege ich dann einen möglichst guten Sound hin? Und auf der anderen Seite hinten das Publishing, wie kriege ich das Ganze irgendwie als Podcast in die Welt hinaus versendet? Und hier sehen wir die Meilensteine. In den anderen beiden Bereichen wurden schon relativ früh gelöst. Seit es Auphonic gibt, Mai 2011, muss sich eigentlich niemand von uns mehr um guten Klang Gedanken machen. Also klar, man braucht immer noch ein vernünftiges Mikro, aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Und ebenso halt durch den Podlove Publisher und das ganze Projekt da drumherum wissen wir auch, wie man vernünftig mit Metadaten und Webseite und RSS-Feeds das Ganze publiziert bekommt. Wo es aber einfach nach wie vor ziemlich düster aussah, war der Bereich Aufnahme. Es gab also verschiedene Software-Tools, mit denen man das machen konnte, aber die hatten alle so ihre Issues. Und die habe ich mal versucht, hier so ein bisschen strukturiert mal zu mappen auf einer XY-Skala. Ich habe mal ein bisschen VWL gemacht und da lernt man, dass solche Quadrantenschemata ganz wichtig sind. Wir haben also hier eine Achse kompliziert zu benutzen, also ganz, ganz steile Lernkurve, geht hin zu einfach zu benutzen, wenig Podcast-Funktionen, die uns helfen, viele Podcast-Funktionen, die uns helfen. Und die bestehende Software lässt sich so Pi mal Daumen folgender Art und Weise da drauf mappen auf diese Landschaft. Die Farbkodierung sagt noch den Preis an. Da sehen wir also, die grünen sind Open Source. Die blauen sind so auch für Hobbyamateure noch ganz gut erschwinglich, wohingegen die roten dann schon ganz schön ins Kontor gehen. Mittlerweile würde ich Hindenburg ehrlich gesagt auch rot einzeichnen und die 85 Euro streichen, weil mit der 85 Euro Edition von Hindenburg kann man ja nicht mal ein Multitrack-Recording machen. Ihr werdet gleich sehen, warum man das braucht. Also eigentlich müsste man der Fairness halber Hindenburg, obwohl es dann sehr mächtig ist, auch rot einzeichnen. Der Quadrant in der VWL, wo wir jetzt hinwollen, ist halt rechts oben. Wir wollen viele Podcast-Funktionen und das total super einfach zu benutzen. Da ist nichts. Das ist ein Problem und das haben wir versucht zu lösen. Und wir haben uns Reaper ausgeguckt, weil es einfach eine sehr mächtige Modifizierungsplattform hat. Das heißt also, obwohl es ein Closed-Source-Produkt ist, fühlt es sich an unter nahezu jedem Gesichtspunkt wie eigentlich ein Open-Source-Projekt. Es hat eine sehr gut durchdefinierte API, es hat eine Theming-Schnittstelle, auf der ich eigene Designs drüber legen kann und so weiter und so fort. Das ist automatisierbar mit Makros. Eigentlich fühlt sich es wirklich an wie Open-Source. Man kann da sehr, sehr, sehr viel mitmachen. Das heißt also, unser Mission-Statement war, da wollen wir hin und wir wollen mit dieser Software dort in den Quadranten rein. Eins meiner sehr frühen Erweckungserlebnisse war dieser Tweet hier von Holgi. Himmel, sieht Reaper übel aus, wer soll denn damit arbeiten? Hahaha, lösch. Das hat er dann auch gemacht. Und er hatte auch durchaus recht. Wenn man also Reaper out of the box installiert, dann sieht es so aus und das ist halt so mittelschön. Das ist nicht die ganz aktuelle Version, sondern die voraktuelle. Aber ihr seht schon, das, was ihr hier so an Visual Clutter ins Gesicht gedrückt bekommt, das kann einem schon ein bisschen zusetzen. Ja, also warum sind da jetzt 50.000 Buttons? Muss ich die wirklich alle ständig gleichzeitig sehen? Helfen die mir eigentlich hier bei meiner Podcast-Produktion? Die klare Antwort darauf ist nein, die helfen euch nicht, diese ganzen Buttons. Was unter anderem daran liegt, dass die meisten dieser Software
Pakete, die ich vorhin gezeigt habe, nicht für uns Podcaster geschrieben sind, sondern um damit Musik zu machen. Das heißt also, irgendwie Keyboard-Tracks verwalten zu können und Gesang und Schrammelgitarren und ähnliches. Und für Podcaster gibt es also relativ wenig. Das heißt, einer unserer ersten Ansätze war, da man es kann, wir werfen den ganzen Kram weg, der einen nur verwirrt und der nicht für Podcasting geeignet ist. Und das Einzige, was dann noch übrig bleibt, wenn man jetzt also die aktuelle Ultraschall-Version startet, da sieht es dann so aus. Ja? Vorher, nachher. Das heißt also, das ist schon mal sehr laid back und da kann man schauen, wie man von da aus weitergeht und fühlt man sich schon mal nicht nach dem Start komplett gegen die Wand gefahren, aber es ist nach wie vor dieselbe Software unten drunter. Kleiner Fun-Fact, die Programmierer von Reaper sind dieselben, die damals Winamp gemacht haben. Also die Windows-Nutzer unter uns werden jetzt anfangen zu schwärmen, aber ihr werdet euch auch entsinnen, Winamp war auch schon eine Architektur, wo man extrem viele Extensions, Plugins und Themes drauflegen konnte und genau dasselbe passiert hier. Ja? Also gewissermaßen ist das jetzt also ein Winamp 2.0-Theme, wenn man so will. Gucken wir jetzt einfach mal rein, wie sich so ein 0815 Aufnahmeprozess eigentlich anfühlt. Das hier ist jetzt die aktuelle Version. Ah, ich wollte noch einen Chart zeigen, der ist wichtig. Warte. Einmal kurz zurück zur Präsentation. Der zweite Chart, den ich nämlich hier zeigen wollte, ist das Problem, was wir haben, auch wenn das hier alles so schön übersichtlich ist und wir wahnsinnig viele Podcasting-Features eingebaut haben, das Feedback, was wir aus den letzten 3 Jahren immer wieder bekommen haben, naja, Ralf, das ist ja alles ganz schön, was ihr da macht, aber es ist irgendwie immer noch alles zu schwierig und immer noch alles zu kompliziert. Das heißt, wenn man das jetzt auf dem zweiten Graphen abbildet, schwierig zu bedienen und auf der anderen Seite mächtig an Funktionen, dann liegen wir derzeit oder lagen, würde ich sagen, so bis vor ungefähr einem Jahr, ungefähr auf so einer Kurve hier. Die würde ich mal kurz erklären, für diejenigen, die nicht sofort in solchen Graphen denken können. Wir haben eine Einstiegshürde, die man erstmal überspringen muss. Das heißt also, der Schwierigkeitsgrad fängt hier nicht bei Null an. Es ist nicht alles komplett intuitiv, sondern man muss sich schon mal eine Stunde dran setzen, um so die Grundprinzipien zu verstehen. Das ist also hier so die erste Stunde, sagen wir mal, die hier abgetragen ist. Dafür kriegt man aber auch out of the box, nach dieser ersten Stunde, schon einen ziemlich guten Stand an Funktionen. Das heißt also, wir fangen dann hier auch bei den Features nicht bei Null an, sondern wir können sofort ein Multitrack-Recording machen. Also jeder Sprecher in meinem Podcast bekommt eine eigene Spur, die ich dann auch eigen hinterher behandeln kann beispielsweise. Und von da ab geht es dann relativ linear eigentlich hoch. Das heißt also, je mehr Features ich haben will, desto komplizierter wird die ganze Geschichte auch. Das, woran wir im letzten Jahr sehr, sehr stark gearbeitet haben, ist, diese Kurve eher so aussehen zu lassen. Das heißt also, dass wir eine viel niedrige Einstiegshürde nochmal haben, dass man also weniger Zeit investieren muss, um zu seinen ersten guten Ergebnissen zu kommen. Das machen wir im Wesentlichen mit Templates und Presets. Das werde ich hinterher zeigen, wie das funktioniert. Das heißt also, man klickt einfach an, nimmt das Ultraschall-Preset und dann bin ich schon mal glücklich und kann schon mal loslegen. Dann kriegt man auch relativ mit wenig Aufwand viele Features dazu. Irgendwann wird es dann allerdings ganz schön knifflig. Das heißt also, wir haben jetzt hier eher so einen exponentiellen Verlauf, wo man sich fragen könnte, warum dieses eigentlich? Irgendwo hier ist die Stelle, wo man anfängt selber zu programmieren. Auch das kann man nämlich in Reaper, da ist also Lua integriert als Programmiersprache und wenn einem den Feature fehlt, fängt man halt an, es selber zu coden. Schöner Fall davon, ich weiß gar nicht, ob jetzt irgendwo im Publikum sitzt, ein Kollege, der bisher noch gar nicht bei uns im Team war, aber ich glaube, er wird nicht drum rumkommen, dass er jetzt Mitglied wird, kam vorgestern an und sagte, Ralf, ich komme von Avid, was ein Videoschnittprogramm ist und da habe ich die und die Shortcuts und die Funktionen, die fehlen mir in Reaper. Ich versuche mal, ob ich die nachbauen kann. Da habe ich ihm gesagt, naja, guck mal da vorne, da sind irgendwie so die Makros und die kannst du zusammen und das hatte er sehr schnell auf dem Schirm. Und irgendwann ist er aber gegen eine Mauer gestoßen, weil halt einfach so die vorgegebenen Makros nicht mehr ausgereicht haben. Und dann habe ich gesagt, naja, dann probier's doch mal mit Lua und jetzt gerade heute Morgen hat er mir gesagt, okay, so dieses erste Speed-Feature, was er implementiert haben wollte, hat er jetzt in Lua rein implementiert und das läuft jetzt in Reaper. Das heißt also, die Mauer, ab wo man wirklich nicht mehr weiterkommt, selbst mit Programmierung nicht, die ist sehr, 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 sehr weit hinten bei Reaper. Von daher also diese Kurve hier, es wird dann irgendwann, wenn man selber programmiert, da muss man schon ordentlich Know-how reinstecken, aber dafür kriegt man dann aber auch eine Mächtigkeit, die sich gewaschen hat. Ja, das heißt also, dieser Talk versucht jetzt,
diese These hier zu beweisen, dass uns das gelungen ist. Ich würde mich hinterher selber Feedback freuen, ob ihr den Eindruck habt, dass das so ist oder ob es immer noch alles zu kompliziert ist. Wie gesagt, hinterher eine kleine QA-Runde, wenn ihr das jetzt so gesehen habt. Wir werden von den Features her schon ziemlich komplizierte Sachen hinterher machen, die schon so im oberen Viertel eigentlich so des Podcast-Himmels angesiedelt sind, also eine Skype N-1 digital. Wir werden Räuspertasten mit Remotes machen, alle solche Geschichten. Und ihr könnt dann hinterher mal sagen, war das jetzt eigentlich einfach oder war das schwierig? Das würde mich sehr interessieren. So, dann schauen wir mal rein, wie sich das Ganze so anfühlt. Ich habe jetzt hier meine leere Oberfläche und gehe jetzt hin und mache halt eine Spur. Diese Spur mache ich entweder hier mit einem Doppelklick in diesen Spurbereich hinein oder, das habe ich jetzt hier mal ausgeblendet, über unser Podcast-Menü. Eine der Sachen, die ich halt in Reaper eingebaut habe, ist ein eigener Menüeintrag, der Podcast heißt und wirklich sämtliche Funktionen, die für die Podcast-Produktion wichtig sind, einfach untereinander wegschreibt und zwar in der Reihenfolge, wie so ein Podcast auch entsteht. Das heißt also, wir haben eine Setup-Phase, bevor die eigentliche Sendung losgeht, in der ich alles zusammenstecke und in der ich gucke, fühlt sich alles gut. Dann ist die eigentliche Aufnahmephase, das ist hier 2 Recording. Dann kommt die eigentliche Produktion, das heißt, die Sendung ist abgeschlossen. Ich mache aber noch ein bisschen Schnitt oder ein bisschen Verschönerung des Klangs und dann exportiere ich das Ganze auch am Ende. Das heißt also, wir versuchen auch hier in Ultraschall einen Workflow abzubilden. Und einer der Wege ist halt, das über dieses Menü zu machen. Ich könnte jetzt also auch sagen, hier Insert New Audio Track, passiert genau dasselbe. Jetzt habe ich also hier meine Spur und sage, so, da möchte ich aufnehmen mein H6. Ich habe hier ein H6 liegen, mit dem ich das Ganze jetzt machen werde. Zoom H6 ist ja im Moment so der Goldstandard für ja, eigentlich nicht nur Einstiegspodcast, sondern jeder nimmt den. Ja, also auch Tim hat jetzt sein 2000-Euro-Device abgelöst durch ein H6, wenn er mobil unterwegs ist. Es ist einfach, wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurem Geld und wollt irgendwie im Podcasting einsteigen, macht euch einen Gefallen, holt euch dieses Teil. Das ist so unfassbar flexibel, das ist total super. Ich bekomme kein Geld von denen, aber es ist einfach so. Ich bin jetzt gerade in der Setup-Phase, das heißt also, der Podcast hat noch nicht gestartet. Diese drei Phasen, Setup, Aufnahme, Produktion, bilden wir auch in Screens ab. Die seht ihr oben links unter Views. Das heißt, ihr könnt hier verschiedene Fensteransichten hin und her schalten, sodass sich die Oberfläche anpasst an den Arbeitsschritt, den ihr gerade macht. Das kann man sich auch alles völlig frei definieren, aber das sind halt so die Views, die wir für sinnvoll erachten und vorgegeben haben. Und wir sind jetzt also in der Setup-Phase. Das heißt also, ich möchte jetzt die Tools sehen, die hier für Setup wichtig sind. Ich benenne die Spur mal. Ich bin jetzt hier der Ralf. Ich kann die schon mal scharf schalten. Da seht ihr auch, da läuft schon entsprechend jetzt hier ein Audiosignal rein. Bei der Aussteuerungsanzeige habe ich mir auch durchaus ein bisschen Mühe gegeben. Auch die ist also geskinnt. Und zwar fällt die immer in drei Farbbereiche. Grün ist das bis minus 18 dB. Wenn man spricht dauerhaft und man ist nur im grünen Bereich, dann ist es zu leise ausgesteuert. Das heißt also, wenn ich jetzt hier so vor mich hin murmel, müsste man also entsprechend mehr Gain raufgeben auf die Hardware, damit das Ganze in einem ordentlichen Bereich ist. Der Bereich, in dem man immer kommen möchte, ist die minus 18 bis minus 6 und das ist hier der gelbe Bereich. Das heißt also, solange ich regelmäßig spreche und im Gelb bin, ist alles Töfte. Ab und zu darf ich in den orangenen Bereich kommen, der von minus 6 bis 0 geht, aber nicht da oben drüber. Ich sehe hier oben immer eine Anzeige, was der derzeit maximal erreichte Peak ist. Das heißt, wenn ich jetzt also wieder etwas leiser spreche, dann sehen wir, ich bin derzeit noch nicht über minus 10 rausgekommen. Da wäre also noch ein bisschen Luft nach oben, weil also auf minus 6 kann ich schon kommen. Wenn ich aber meine normale Lautstärke mache, dann sehen wir, okay, wir sind hier so bei minus 5. Das ist also ein sehr einfaches Werkzeug, mit dem man dann jede Spur einzeln und jeden Sprecher einzeln wirklich optimal auspegeln kann. Ab und zu in den orangenen Bereich und ansonsten einfach so, dass er in dem Gelben drin liegt. Auf gar keinen Fall sollte er klippen. Das kann ich mal kurz produzieren. Kann ich nicht, schade. Ich drehe mal kurz hoch. Mal gucken, wo liegt er bei 5. Dam, 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 dam. Oh, ich habe einen Limiter drin. Okay. Es würde dann hier oben so ein rotes Warnleuchte-Dingsi kommen. Gott, Dennis schlachtet mich hinterher. Egal.
wo man sagt, okay, da ist was kaputt, pass nochmal auf. So, jetzt kann ich die Aufnahme auch schon starten. Das heißt also, hier oben habe ich mein Feld, was so aussieht wie eigentlich in jeder Recording-Software. Wir kennen das alle noch von den Videorekordern. Und da gehe ich einfach auf die Aufnahme. Und dann läuft das Ganze los. Wir sehen hier auch, die Audiospur wird also wirklich jetzt direkt hier reingeschrieben. Ich sehe den Ausschlag der ganzen Geschichte. Sobald das irgendwo eine gewisse Grenze hat, bleibt das stehen und es zieht alles so schick nach rechts weg. Macht man schlicht seine Aufnahme. Wenn ich jetzt weitere Spuren hätte, wir werden gleich Skype mit dazu nehmen, dann kommt das auf eine zweite Spur unten drunter und das sehen wir dann. Ich mache mal eben Stopp und das Ganze kann ich jetzt natürlich auch abspielen. Eingeschrieben. Ich sehe den Ausschlag der ganzen Geschichte. Sobald das irgendwo eine gewisse Grenze hat, bleibt das stehen und es zieht alles so schick nach rechts. Ne? Ist klar. So, den hier wieder weg. So. Okay, das ist eigentlich schon so die normale Aufnahme. Machen wir die Sache mal ein bisschen komplizierter. Ich habe jetzt hier nicht mehrere Headsets angeschlossen. Das Prinzip wäre aber halt, ich mache die nächste Spur rein, sage ihr so, du bekommst jetzt vom H6 den nächsten Eingang und mache noch eine Spur rein und die bekommt dann wiederum den nächsten Eingang und so würden sich also verschiedene Spuren gleichzeitig aufbauen. Wir machen es aber gleich mal einen kleinen Tucken komplizierter und machen mal gleich eine Skype-Schalte rein. Dafür muss man einmalig auf dem Mac ein bisschen Arbeit investieren. Und zwar über die sogenannte Audio-MIDI-Steuerung. Das sieht da so aus. Das erreicht man also, indem man einfach nach Audio filtert. Dann kommt also Audio-MIDI-Steuerung in der Suche. Und dort legt man unten rechts mit diesem Button hier ein sogenanntes Hauptgerät an. Und in diesem Hauptgerät sind dann versammelt euer Hardware-Interface, in dem Fall jetzt hier mein H6, sowie die Treiber, die wir mit unserer Distribution mitliefern. Das sind die hier, die ihr in diesen hübschen grünen Icons erkennen könnt. Das sind quasi virtuelle Soundkartenkanäle, die wir in macOS rein installieren. Zwei Punkte dazu. Was ich jetzt hier nicht zeige in dem Talk, ist die Installation. Dazu mache ich nochmal einen speziellen Screencast von der 2.0. Das ist aber auch einmalig in 5 Minuten erledigt. Das heißt also, da klickt man im Wesentlichen eigentlich immer nur weiter. Wir haben die Distribution auch gut dokumentiert, sodass man also wirklich 6 Schritte nachvollzieht und dann hat man das Ganze so, wie es jetzt hier aussieht. Der zweite Punkt ist, viele der Funktionen, die ich hier zeige, laufen auch unter Windows, aber nicht alle. Das, was nicht geht unter Windows, ist genau diese Geschichte hier, weil halt Windows in Sachen Audio-Routing wesentlich weiter zurückgeblieben ist, als das, was mir der Mac hier liefert. Wir sind nach wie vor am Forschen, wie wir diese Funktion auch unter Windows hinbekommen. Es gibt da diverse, mittlerweile wieder vielversprechende Ansätze, aber noch nichts, was wir hier und heute zeigen könnten. So, in diesem Hauptgerät habe ich jetzt also eingebunden einmal mein Hardware-Interface und dann halt jetzt meine beiden Skype-Kanäle, die ich gleich brauche. Und dann kann ich das auch Ganze wieder schließen. Das ist kompliziert, das macht man aber exakt ein einziges Mal. Ja, das heißt also, man konfiguriert einmal dieses Hauptgerät und dann ist es da und dann kann man die nächsten 4 Jahre podcasten, ohne dass man das nochmal anfassen muss, so man dann sein Setup nicht verändert und sich ständig was Neues kauft, sagen wir mal. So, der zweite Punkt ist der, dass ich mein Skype nehme. Wo ist denn mein Skype? So. Und dort in der Konfiguration hingehe und jetzt nicht irgendwie das H6 auswähle als Quelle hier für das Skype-Mikrofon und den Skype-Lautsprecher, sondern eben diese beiden virtuellen Soundkanäle, die wir installiert haben. Das heißt also, unter Mikrofon stelle ich ein Skype-Mikrofon und unter Lautsprecher Skype-Speaker. Soweit so logisch. Ich gehe wieder zurück in Ultraschall, lege jetzt mal eine Spur an, die benenne ich Skype.
Und dieser Spur sage ich jetzt, du bekommst deinen Eingang vom Skype-Mikrofon, nee, vom Skype-Speaker, denn das ist das, was der Skype-Partner mir schickt, was also bei mir aus dem Speaker am Rechner rauskommen würde. So, einmal hier reingelegt. Können wir auch aktivieren. So, und dafür wird mein Signal zu Skype hingeschickt. So, das ist der einzige Punkt, wo ich nach wie vor sagen würde, das ist und bleibt kompliziert. Was ihr hier seht, ist eine sogenannte Routing-Matrix. Was macht eine Routing-Matrix? In einer Routing-Matrix sind alle meine Eingänge und alle meine Ausgänge in so einer Kreuzanordnung symbolisiert. Und hier kann ich jetzt durch einfach reinklicken bestimmen, was wohin geroutet wird. Ihr könnt euch das letztendlich vorstellen wie Kabel, die ihr zieht. Ja, so wenn ich jetzt ein Kabel vom H6 nehme und das irgendwo anders, also den Line-Out beispielsweise hier vom H6, haben wir jetzt hier in das Mischpult reingeköpselt, dann ist das letztendlich eigentlich eine Hardware-Verdrahtung, so ähnlich wie wenn ich jetzt hier sagen würde, von dem Input gehst du zu dem Output, nur dass es halt komplett digital gemacht ist. Ich sehe jetzt hier bei meinen benannten Spuren, das ist also meine Sprechspur, das ist die Skype-Spur und wir sehen hier die verschiedenen Outputs, zu denen das Ganze hingeht. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, meine Sprechspur, Ralf, soll nach Skype geschickt werden. Ja, das heißt also hier, ich habe dieses Feld aktiviert, vorher war das weg, man kann das also einfach mit einem Klick aktivieren. Ralf geht hin zu Skype Microphone. Andersherum möchte ich, dass ich Skype hören kann auch, das heißt also die Skype-Spur, die reinkommt über Skype, möchte ich auf den Eingang des H6 zurückgeschickt haben. Das ist ja also jetzt, ich habe mit meinem Kopfhörer direkt im H6 drin hier. Und das ist auch das, was ihr jetzt gerade hört. Und entsprechend möchte ich also, dass Skype nicht nur aufgezeichnet wird, sondern wir wollen das auch hören. Und darum muss ich es ans H6 über den Rückkanal, was dieses wahnsinnige Gerät bietet, auch zurückschicken. Das heißt, der hier muss auch gesetzt sein. Das ist jetzt eine sehr, sehr kurze Erklärung. Ich habe zwei Screencast-Folgen nur über die Logik dieser Routing-Matrix gemacht. Wir werden gleich noch sehen, wie das dann mit der N-1 läuft und so. Das ist schon ein wenig kompliziert und das ist eigentlich auch der Bereich, wo ich am ehesten sagen würde, das muss man wirklich einmal durchdrungen und verstanden haben, was da passiert. Ja, wenn man das nicht kapiert hat, sondern immer nur so nachklickt und so lange irgendwie probiert, bis es irgendwann funktioniert, dann wird das alles nichts. Ja, also das ist wirklich der Ort, wo man einmal die Logik verstanden haben muss, was ist eigentlich ein Routing, wofür ist es gut, wo sind die Gefahrenquellen und wenn irgendwie was schief geht, wo muss ich klicken, damit das alles wieder gut wird. Ich persönlich mag diese Routing-Matrix sehr, weil man auf der einen Seite, wenn man sie mal verstanden hat, mit einem einzigen Blick sofort sieht, was Phase ist. Ja, also man kann direkt debuggen, das geht nach hier und das geht nach da und darum habe ich folgendes Problem. Nehmen wir beispielsweise mal hier unseren Digitalmischer, den wir vom VOG haben. Da habe ich sowas eigentlich auch eingebaut. Ich kann auch alles auf alles routen, aber ich habe halt nirgendwo ein Display, was mir das auf einen einzigen Blick gibt. Das heißt also, ich muss ständig meine Mixe durchschalten und muss ständig meine Inputs und Outputs durch verschiedene Menüs mich durchhangeln. Finde ich persönlich schwieriger. Von daher, also ich mag das, man sollte sich damit beschäftigen, weil es ist einfach dann ein sehr, sehr mächtiges Tool, mit dem man arbeiten kann. So, was ist jetzt aber der Lohn der Mühe hoffentlich der ganzen Geschichte? Ich lösche jetzt hier die Aufnahme mal weg. Wir gehen mal wieder auf den Eingang. So. Und machen mal die Aufnahme. Das heißt also, ich laufe jetzt hier wieder rein. Und jetzt machen wir einfach mal einen Skype-Test-Call. Wir sehen schon jetzt hier in der Anzeige auch, dass durch mein Routing Skype jetzt mein Mikrosignal schon empfängt. Das heißt also, hier sind wir soweit schon auf der sicheren Seite. Ja, ihr seht, hier kommt also Ausschlag. Wenn ich jetzt nichts sage, geht er runter. Ja, funktioniert soweit. Dann machen wir mal einen Skype-Test-Call. Und also Skype-Test-Call, wer das noch nicht gemacht hat, da ruft man in Skype eine Nummer an und dann meldet sich eine nette Dame, die einen begrüßt. Und dann hat man 20 Sekunden Zeit, was reinzusprechen und das wiederholt sie dann. Das ist das 1A-Debugging-Tool für Skype N-1-Schaltung. Ja, also damit nervt ihr halt nicht irgendwelche anderen Leute, sondern damit könnt ihr endlos rumprobieren. Das ist ein Segen, dass es das gibt. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, sie anschließend ab.
machen können. Hallo Skype, schöne Grüße vom 32C3. Wir probieren hier gerade, ob das mit der Skype-N-1-Schaltung funktioniert. Bisher sieht es ganz gut aus. Leider ist das WLAN etwas wackelig hier, warum wir mal wieder eine... Hallo Skype, schöne Grüße vom 32C3. Hey. Wir probieren gerade, ob das mit der Skype-N-1-Schaltung funktioniert. Bisher sieht es ganz gut aus. Leider ist das WLAN etwas wackelig hier, warum... Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, dann haben Sie Skype richtig konfiguriert. Wenn Sie nur diese Nachricht hören, aber nicht Ihre eigene Stimme, dann sind die Einstellungen für die Aufnahme nicht korrekt. Und so weiter Bitte und so fort. Bitte überprüfen Sie Ihr Mikrofon bzw. Ihre Mikrofon. So, das hat soweit funktioniert. Ja, was jetzt also passiert ist, ich habe zwei Spuren aufgenommen. In der oberen Spur bin ich selber, in der unteren Spur ist entsprechend Skype. Und ich kann jetzt also hingehen, mir das Ganze abhören. Gucken wir das mal an. Dann, damit könnt ihr endlos rumprobieren. Das ist ein Segen, dass es das gibt. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, soweit so klar. Jetzt haben wir also eine schöne Mehrspuraufnahme gemacht. Wir erhöhen mal den Schwierigkeitsgrad. Das nächste, was ich dazu haben möchte zu meiner Skype-Schalte, ist eine Einspielung von Sounds und Jingles. Das heißt also, ich möchte, habe irgendwie ein Intro und ich habe irgendwie zwei vielleicht gebaute Beiträge, die ich zwischendurch rein geben möchte. Der klassische Weg dafür war, dass man guckt, dass man das irgendwie vorproduziert auf WAV und MP3 und dann irgendeinen Zuspieler hat und den Zuspieler auch irgendwie in SA6 irgendwie reinlegt, um dann den auch auf einer separierten Spur aufnehmen zu können. Wo man sich halt auch fragt, warum nur? Ja? Der Sound ist doch eh schon in meinem Rechner drin, warum kann der nicht direkt hier reingespielt werden? Nun, genau das haben wir gebaut. Das heißt, was wir als nächstes machen, ist, dass wir eine Soundboard-Spur mit rein integrieren. Insert Soundboard Track, das ist dieses hier. Ich schalte die mal alle schon mal wieder auf Aufnahme. Mach einmal kurz hier das Häkchen weg. Da das Häkchen hin, weil wir wollen es ja hören und das schicken wir auch zu Skype. So. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier ein VST-Plugin geschrieben, das in der Lage ist, Sounds abzuspielen, die wir dann direkt auf einer eigenen Spur hier recorden. Als Organisationsmedium dafür bedienen wir uns schlicht und ergreifend des Dateisystems. Das heißt also, ich wähle jetzt von meiner Festplatte irgendeinen Ordner aus, wo ich sage, so, da drin liegen diverse gute Samples. Er nimmt jetzt den Oberordner als auch sämtliche Unterordner, sucht die durch und fügt mir alles, was irgendwie abspielbar ist an Audio, jetzt hier unten in mein Soundboard rein. Das Soundboard hat zwei verschiedene Ansichten. Entweder man hat es hier so als Liste oder man kann es umstellen hier so als eher so Button-Interface. Und jetzt kann ich hier einfach mal draufdrücken und gucken mal, was passiert. Ja, wir haben eine eigene Lautstärke-Regelung hier eingebaut. Wir sehen jetzt hier den Verlaufs-Button, wie weit also das Sample auch schon abgespielt ist. Wir haben einen Haufen lustiger Features reingebaut, die man in so einem Soundboard haben möchte, beispielsweise einen automatisierten Fade-Out. Ja, das heißt also, ihr könnt jetzt schön rein und raus faden aus einem Sound. Er ist jetzt gestoppt an dieser Stelle. Ich kann jetzt auch von der Stelle aus das Ganze wieder sanft rein faden. Ihr könnt das Ganze auch auf Loop setzen. Das heißt also, sobald das Sample durchgelaufen ist, startet es wieder von vorne. Wenn ihr also so einen Hintergrundklangteppich habt, der sich nie irgendwo verändert, könnt ihr darüber auch machen. Ihr könnt natürlich beliebige Samples gleichzeitig abspielen. Okay. Ja, also all das, was man halt von so einem vernünftigen Soundboard irgendwie haben möchte. Ihr habt auch einen Indikator, welches Sample ist schon mal durchgelaufen, welche noch nicht. Das heißt also, wenn ihr irgendwie wisst, okay, ich habe diese 8 Tracks und die möchte ich in meinem Podcast einsetzen, seht ihr dann relativ schnell, welche fehlen eigentlich noch.
Schicke Sache. So, das läuft jetzt alles hier rein und das kombinieren wir jetzt mal mit unserer Skype-Aufnahme. Ich habe dafür in der Routing-Matrix wieder gesagt, so, auch das Soundboard soll zu Skype hingehen, weil auch mein Skype-Partner möchte das natürlich hören, was ich hier mache. Und machen wir einfach nochmal einen Aufruf und diesmal halt mit einem kleinen Klangteppich unten drunter. Ich mach's mal ein bisschen lauter. So, dann gucken wir mal. Ich zoome hier ein bisschen rein. Ah, das ist jetzt gerade nicht so gut, das führt dann zu Verwirrung. So sieht das ganz gut aus. Ich starte Skype mal neu, das hilft ja manchmal in Bezug auf Verbindungsqualität. Ihr kennt das. Die ganzen Tricks laufen genauso mit Mumble. Ja, also ob ihr das jetzt mit Skype oder mit Mumble macht, ist völlig egal. Beziehungsweise wenn ihr irgendwie andere Programme habt, das Einzige ist halt, dass ihr in der Lage sein müsst, halt hier die Quelle und Ziel von dem Audio in der Recording-Software, in eurer Kommunikationssoftware einzustellen. Aber das haben eigentlich alle, von daher sehe ich da eigentlich kein Problem. So, machen wir nochmal einen Anruf. Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. Mhm. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. So, jetzt haben wir das Ganze mit der Musik. Die Musik ist jetzt sehr laut. Was wir hier eingebaut haben, ist eine Ducking-Funktion. Das heißt, wenn ich auf diesen Knopf hier drücke... So, jetzt haben wir das Ganze mit der Musik. Die Musik ist jetzt sehr laut. Was wir hier eingebaut haben, ist eine Ducking-Funktion. Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören... War ein bisschen kurz jetzt, die 20 Sekunden, um das so vollständig zeigen zu können. Was ich eigentlich zeigen wollte, das kann, also erstmal per se, es hat funktioniert. Ja, wir sehen also hier meine Soundboard-Spur wurde unten drunter als drittes reingenommen. Skype hat sie aber auch gehört, hat sie auch mit aufgenommen. Das heißt also, alles ist exakt so gelaufen, wie der Imperator es geplant hat. Das Ducking, was ich zeigen wollte, macht Folgendes. Wenn ich einen Sample abspiele auf einer definierten Lautstärke und weiß, ich möchte drüber sprechen, dann kann ich hingehen und diese Taste hier drücken und er wird automatisch runtergefadet. Ich kann sprechen und wenn ich mit Sprechen fertig bin, drücke ich nochmal auf die Taste und wird wieder laut gefadet. So hört sich das dann an. So, jetzt möchte ich drüber sprechen und sobald ich fertig bin, geht das Ganze wieder hoch. Ja, also auch da müsst ihr jetzt nicht an irgendwelchen Reglern drehen, sondern einfach sagen, okay, ich möchte das Ducking haben. Was wir auch integriert haben, und da sind wir dann schon ein bisschen im Bereich von Science Fiction, ist ein automatisiertes Ducking. Da muss ich mal kurz gucken, ob ich das jetzt hier live reproduziert bekomme. Wir haben es als Preset getestet, Preset mitgeliefert. Schauen wir mal. Ich habe es jetzt nur noch nicht hier mit dem konkreten Setup getestet, aber ich bin mal zuversichtlich. So, nehmen wir den hier. Dum, dum, dum. Nehmen wir den raus. Skype Anzahl 6, Soundboard Anzahl 6. Wobei Skype brauche ich jetzt erstmal gar nicht. Es geht jetzt erstmal um die Soundboard-Spur hierbei. So, da laden wir uns wieder den Ordner hier rein. So, und das, was jetzt passiert ist, dass ich jetzt sagen kann, dieser Prozess, den ich eben gezeigt habe, ich drücke eine Taste und der Einspieler wird leiser, das ist ja ganz schick. Noch viel schicker wäre es aber, wenn es automatisch leise wird, sobald ich spreche. Warum muss ich überhaupt noch diese Taste drücken? Es ist doch hier ein intelligenter Computer. Nun, genau das geht. Ich sage jetzt, mein Speaker-Signal soll ein Auto-Ducking triggern, und zwar in der Spur Soundboard. So, da müssen wir hin. Jetzt hat sich hier links ein bisschen was verändert. Es ist jetzt ein bisschen komplizierterer Schritt. Den müsst ihr jetzt nicht komplett nachvollziehen. Es geht nur darum, es geht, und man kann es sich gleich als Template abspeichern. Wenn man es einmal eingelegt hat, muss man danach nie wieder drüber nachdenken. Das ist also quasi immer der generelle Ultraschallweg. Irgendwann arbeitet man nur noch mit Templates und denkt nicht mehr. Was wir jetzt hier sehen,
ist, dass meine Sprache auch in die Soundboard-Spur reingeht, in einen sogenannten Side-Channel. Das heißt also nicht in den Hauptkanal, darum ist das hier auch so ein bisschen dünner, sondern in den Side-Channel von dem Soundboard und dort wiederum einen Kompressor triggert, der die Lautstärke des Soundboard-Outputs dann manipuliert. Und jetzt können wir alle mal gespannt sein, ob das funktioniert. Das heißt also, ich nehme jetzt hier das Soundboard und spiele wieder mein Sample ab und dann fange ich an zu reden und wir gucken, was passiert. So, jetzt rede ich und ihr seht, es wird automagisch lauter und leiser. Das ist der Punkt, wo wir Applaus erwarten, bitte. Der Applaus triggert jetzt natürlich auch den Kompressor, aber das ist egal. Ja, das ist also wirklich jetzt genau der magische Moment, wo man sagen kann, nie wieder Intros, in die man reinredet und man versteht nicht, was die Leute sagen. Ja. Man muss also nicht sich darauf konzentrieren, wie ist es. Das Ducking ist jetzt relativ moderat. Und das Hintergrund-Sample ist natürlich auch sehr dicht. Das ist ja der Himmel über Berlin übrigens, für diejenigen, die es noch nicht erkannt haben. Schicke Geschichte. So, und dieses Setup, so wie es jetzt hier ist, mit Skype und N-1 und so weiter, das kann ich mir jetzt halt, nachdem ich es einmal verstanden und einmal gebaut habe, als Template speichern. Das heißt also, ich habe jetzt hier meine Project-Templates und sage, so, das möchte ich jetzt gespeichert haben. Und das nenne ich mein 23C3-Setup. Und wenn ich jetzt meine nächste Aufnahme mache, 2 Wochen später, starte ich also die Software und sage so, nimm jetzt das Template 23C3 hier und sofort ist alles so, dass ich sagen kann, und Aufnahme. Ja, kein Rumprobieren, kein Rumdrücken, sondern es geht einfach los und ihr sprecht rein und der Podcast startet. Ja, und das ist dieser Punkt, den ich versucht habe am Anfang mit dieser Lernkurve. Wir versuchen immer stärker in diese Richtung hinzuarbeiten. Macht euch irgendwie gute Templates, die funktionieren, speichert die ab und los geht's. Okay, da ich noch ein bisschen Zeit habe, machen wir mit der Science Fiction noch ein klein bisschen weiter, weil ich hatte versprochen, wir wollen auch noch Räuspertasten in Stellung bringen. Mache ich mal ein neues Projekt für auf. Brauche ich jetzt nur eine Spur, alles andere würde verwirren. Die Spur kriegt wieder meinen H6-Eingang. Den Rückkanal nehmen wir raus. Der Effekt, den ihr hier habt, ist ein klassischer Anfehler im Routing, dass man die eigene Stimme nochmal durch den Rechner durchschleift und dann hat man diesen Effekt hier. Ja, dann hört ihr also so eine Hallgeschichte. Das liegt daran, dass ihr jetzt sowohl den Direktschall meines Mikros aus dem H6 plus dem, was durch Reaper durchgeroutet wird, hört. Und in der Routing-Matrix mit einem Klick hat man dieses Problem behoben. Okay, was wollte ich machen? Ich wollte eine Räuspertaste aktivieren. Was man dafür braucht, ist eine handelsübliche Wiimote oder ein Nachbau einer solchen. Die arbeiten nämlich über Bluetooth und dieses Bluetooth-Signal kann ich jetzt an den Rechner schicken und dort weiter prozessieren. Dafür brauche ich eine Zusatzsoftware, die nennt sich Osculator. Da ist er. Auch das ist eine Geschichte, die ist jetzt nicht komplett intuitiv, das werde ich jetzt nicht im Detail erzählen. Eigentlich ist es aber nicht so schwierig, wenn man die einmal gepairt bekommen hat, was eigentlich der schwierigste Punkt ist, drücke ich ab da irgendeine Taste auf der Wiimote und sehe dann hier in der Oberfläche, wo genau die war. Ich sehe hier beispielsweise die Lagesensoren. Ja? Das heißt also, Wiimote ist ja eigentlich so eins für dieses. Wenn ich die jetzt bewege, seht ihr hier, dass Pitch, Roll und so weiter sich entsprechend modifizieren, obwohl ich gar keine Taste drücke. Ja? Physik, muss man wissen. Genauso aber halt die ganzen Buttons. Wenn ich die jetzt drücke, beispielsweise den großen A-Button, sehen wir, hier leuchtet es grün. Das heißt also, dort kommt jetzt von der Wiimote an den Rechner was an. Und was dieser Osculator mir ermöglicht, ist, dass ich daraus jetzt beispielsweise ein MIDI-Signal machen kann. Das heißt also, wenn ich hier auf A drücke, ist es genauso, als wenn ich auf einem MIDI-Keyboard jetzt eine Taste gedrückt hätte. So, und dieses MIDI-Signal wiederum kann ich in Reaper interpretieren lassen und kann dort Funktionen oder Makros oder was auch immer draufsetzen. Eine sehr schicke Geschichte ist beispielsweise, damit Kapitelmarken zu setzen. Das heißt also, ich mache jetzt mal eine
Aufnahme. Und wir wollen ja schöne Kapitelmarken haben in unserem Podcast. Und wenn ich jetzt die Taste 1 drücke, wird mir hier eine Kapitelmarke reingesetzt. Ja, das heißt also, ich liege ganz entspannt auf meinem Sofa, podcaste, habe meinen Rechner total vergessen, merke, okay, wir haben jetzt ein neues Kapitel und zack, ist es gesetzt. Wenn ich sehe, ich möchte aufs Klo gehen, wir müssen mal eben gerade irgendwie eine Pause machen, kann ich die Aufnahme weiterlaufen lassen und setze jetzt zwei Edit-Marken rein. Dafür habe ich hier die zweimal konfiguriert. Ich drücke jetzt also auf die 2 und es kommt hier ein Edit-Marker rein, wo ich sehe, okay, ab hier muss ich anfangen zu schneiden und das Ganze geht bis zu dieser Stelle hier. Ja, wenn ich dann also hinterher hingehe, kann ich dann sehr schnell sagen, hinterher im Schnitt, so, dieser ganze Bereich hier, den möchte ich bitte schön weghaben. Wo wir gerade so ein bisschen im Schnitt sind, das ist auch eine Sache, wo Reaper wirklich, wirklich mächtig ist, beispielsweise, um mal schnell einen Fade-In zu haben. Kann ich jetzt einfach hingehen, greife mir diese Ecke hier oben, ja, und ziehe diese rüber und schon habe ich einen sanften Reinfader gemacht. Wenn ich schnell einen Clip leiser haben möchte, gehe ich einfach an die Oberecke und ziehe das Ganze runter und sehe direkt, wie sich das verändert. Wenn ich einen Crossfade haben möchte, das heißt also ein Clip soll sanft in einen anderen hinübergleiten, kann ich den natürlich irgendwie hier unten reinsetzen und kann einen Fade in den einen und einen Fade out in den anderen setzen. Ich kann sie aber auch einfach ineinander schieben und bekomme automatisch einen sauberen Crossfade gebaut der ganzen Geschichte. Das heißt also, Schneiden und Editing mit Ultraschall ist ausgesprochen intuitiv und steht einem wirklich wenig im Weg dabei, sondern hilft einem wirklich. So, das waren jetzt die Edit-Marken und die Kapitelmarken. Und das dritte, was ich halt gemacht habe, ist eine Räusper-Taste zu konfigurieren. So, wie funktioniert das nun wiederum? Gucken wir uns mal an. Ich aktiviere erstmal die Räusper-Tastenfunktion hier in meiner Software. Und, da haben wir gerade den Zoom etwas verändert. Das wollten wir nicht. Wir wollen ja was sehen hier. Mach das mal ein bisschen größer. Die zweite Spur nehme ich mal weg. Die braucht man nicht. Ich nehme auch mal die ganzen Kapitelmarken weg. Ihr habt also hier unten rechts auch eine Kapitelmarkenverwaltung, wo ihr also dann die dann auch gleich benennen könnt. Ja, Kapitel 1 war da beispielsweise. So, wenn ich jetzt den A-Button drücke, dann seht ihr, dass hier eine rote Linie drin ist, die nach unten geht. Das ist genau die Mute-Funktion dieser Spur. Das heißt also, hier wird recorded, dort bitte jetzt nichts aufnehmen. Probieren wir das mal aus. Nichts aufnehmen ist nicht ganz richtig, das werdet ihr aber gleich sehen. So, ich nehme jetzt hier meinen Punkt auf und fange jetzt irgendwo in der Mitte an zu husten und drücke diese Taste und spreche danach ganz normal weiter. So, was ihr jetzt also seht, ist, dass wir hier eine Spur haben, wo rot diese Räusper-Information oder diese Mute-Information reingeblendet ist. Hören wir uns das mal an. Ich nehme den hier raus, schicke den dahin zu husten und drücke diese Taste. ich bin noch im Write-Modus, sorry. Undo, alles geht Undo. das ist das Gute, wenn man in einer vernünftigen DAW arbeitet, beispielsweise nicht wie in Audacity, wo man alles irgendwie nicht mehr wirklich undoen kann. Der ganze Schnitt hier ist komplett jederzeit reversibel. Das heißt also, was immer ich irgendwo mal mache, ich komme jederzeit wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Was ich nämlich vergessen habe, ist Prepare all tracks for editing. Das heißt also, ich war immer noch im Schreibmodus, was diese Kapitelmarkeninformation angeht. Jetzt sollte es anders sein. Zu husten und drücke diese Taste und spreche danach ganz normal weiter. Ja, das heißt also, wir haben jetzt hier die Husteninformation einfach komplett gemutet. Was wir aber sehen ist, es wurde trotzdem aufgezeichnet. Das heißt also, es ist nicht irgendwie so ein Billo-Algorithmus, dass dann einfach der Eingang stumm geschaltet wird, sondern wenn ich irgendwann dazu komme, okay, da war eben doch nicht nur Husten oder der Honk hat das Timing irgendwie nicht richtig vernünftig gehabt, habe ich trotzdem die Möglichkeit, das jetzt noch zu korrigieren. Wie mache ich das? Das Einfachste ist, indem ich hingehe und mir
die Spur in meinem Produktionsprozess, wir sind jetzt also bei Schritt 3 hier, sage, leg mir mal die Räusper-Taste auf eine einzelne dezidierte Spur hier unten. Jetzt seht ihr, dass diese rote Kurve jetzt nach unten gewandert ist. Und jetzt kann ich einfach mit einem Stift anfangen und das wegnehmen hier. Und jetzt sollte das Husten wieder zu hören sein. Zu husten und drücke diese Taste. Und ja, genauso kann ich es jetzt also einfach wieder reinmalen. Ich kann auch sagen, so, dieser Abschnitt hier soll nicht zu hören sein. Irgendwo in der Mitte an zu husten und drücke diese Taste. Ja, you get the idea. So kommt man also sehr, sehr schnell bei einem Podcast durch, indem man einfach sagt, so, das ist Müll, das ist Müll. Man malt einfach hier seine Mute-Informationen rein. Die ursprüngliche Aufnahme bleibt aber immer erhalten, wenn man irgendwann wieder dazu zurückkommen muss. Es ist also komplett nicht destruktiv. Das ist also das Zauberwort bei der ganzen Geschichte. Ihr könnt also beliebig viele Versionen auch eures Projektes abspeichern aus verschiedenen Editing-Phasen. Man hat eine History, die irgendwie mehrere hundert Schritte lang ist. Das heißt also, gerade für Einsteiger ist das eigentlich ein extrem dankbares Werkzeug, weil man halt nichts kaputt machen kann. Beziehungsweise man kann was kaputt machen, aber man kann es auch immer wieder sofort heilen. Ja, das ist also das Feature Räusper-Taste per Wiimote. Wenn man jetzt die Aufnahme insgesamt durch und im Kasten hat, was passiert dann eigentlich? Hoffentlich geht man hin und macht noch ordentlich halt Metadaten rein, das heißt also im Wesentlichen halt die Kapitel. Hatten wir hier oben schon eins angelegt, das kann ich natürlich dann auch jederzeit an die Stelle hinschicken, die ich möchte. Und dann exportiere ich das Ganze. Dafür haben wir unten links zwei Exportbereiche. Der eine ist für die Kapitelmarken und der andere ist dann für die eigentlichen Soundfiles. So, wenn ich jetzt also mal den Kapitelmarken-Export mache, muss ich erstmal mein Projekt speichern. Das habe ich noch nicht gemacht. 30C3-Test. So, exportiere ich meine Kapitelmarken und sagt er, jawohl, hat funktioniert. Ich mache die mal ein bisschen komplizierter, damit man sieht, was passiert. Ich mache mal gleich eine benannte. Anfangen. Eins, so, und da sage ich, kommt noch ein Outro hin. Ja, muss ja nicht wirklich schön sein. Ja, hier seht ihr jetzt also, diese drei Kapitelmarken sind gesetzt. Er springt auch oben in der Timeline immer direkt hin. Wenn ich also ein komplexeres Projekt habe, wo waren meine Edit Points, kann ich darüber also auch sehr schnell in der Timeline navigieren. Ich exportiere das Ganze mit einem Klick, sagt er, war erfolgreich. Gucke ich mir mal an. Dafür habe ich hier dieses Folder-Icon. Damit lande ich immer direkt in meinem Projektverzeichnis. Und dort habe ich eine Ebene drüber, testchapters.txt, was ihr direkt jetzt 1:1 so in entweder Auphonic oder den Podlove Publisher reinfallen lassen könnt. Das Ganze ist Millisekunden genau. Und so kriegt ihr also super simpel eure Kapitelmarken. Das heißt also, selbst wenn ihr aus welchen Gründen auch immer andere Recording-Software habt, alleine fürs Kapitelmarkenmanagement, würde sich das Ganze hier schon lohnen, bevor man also anfängt, da irgendwie sonst wie von Hand reinzufrummeln. Weil gerade wenn man etwas komplexeren Schnitt hat, diese Freiheit halt, die einfach schnell innerhalb der Timeline dahin zu schieben, wo man es haben möchte, ist schon gut. Das zweite, was ich an Export habe, ist natürlich, ich will auch mein Audio exportieren. Jetzt hätte ich die Räusper-Taste gebraucht. Dafür haben wir diesen Export-Dialog, der mir im Wesentlichen zwei Varianten anbietet. Ach übrigens, ich hatte es gar nicht erwähnt, die ganze Aufnahme erfolgt standardmäßig im FLAC-Format. Also nicht in WAV, sondern ein komprimiertes Format, aber lossless, also verlustfrei. Das ist gerade für Spuren, auf denen längere Zeit nichts los ist, total dankbar. Also beispielsweise halt, wo Einspieler passieren, die sind dann einfach sehr ressourcenschonend. Ich würde auch immer empfehlen, dann hinter euer Masterfile in FLAC auszurendern. Ihr habt aber natürlich auch diverse andere Optionen, WAV, MP3, OGG, was auch immer so rumliegt. Und ihr habt hier oben die Möglichkeit zu sagen, möchtet ihr die Stereosumme rausrendern oder möchtet ihr für den Auphonic Multi-Importer jede Spur einzeln rausgerendert haben, um die dann also auch einzeln zu Auphonic hochschicken zu können, um also übers Übersprechen zwischen einzelnen Spuren noch besser in den Griff zu kriegen. Das ist dann sicherlich dann auch schon wieder ein bisschen Profil-Modus, aber man hat halt die Option. Ja? Das ist sowieso immer unser Grundansatz, so keine Wände aufbauen, sondern wenn die Leute halt wirklich
professionell gehen wollen, immer die Möglichkeit geben, ja, das könnt ihr ja auch tun. Wir machen es nicht so simpel runter, dass wir die Features komplett wegcutten. Und dann landet das Ganze halt auch in eurem Verzeichnis entsprechend drin. Und das ist dann wirklich ausgesprochen übersichtlich. Das heißt also, ihr habt wirklich einen Ort, an dem all eure Podcast-Folgen dann drin liegen. Und innerhalb von denen ist das Ganze dann sehr hübsch organisiert. Gucken wir beispielsweise mal hier rein. PodUnion. An dem habe ich neulich irgendwie mitgemacht und hab da, war da Teil eines Double-Enders. Da haben wir hier meine FLAC-Master-Datei, was also das Endergebnis war. Wir haben hier die Reaper-Datei, die die ganzen Schnittinformationen und so weiter enthält. Wir haben einen Unterordner Recordings, in dem liegen die Einzelspuren, die aufgenommen worden sind. Diese Peaks-Datei, das ist für diese Vorschau-Grafiken hier, weil diese Oberfläche ist extrem snappy. Ja. Das ist also sehr, die Fluptizität, wie man sagen würde, ist sehr, sehr hoch. Dank eben dieser kleinen Vorschau-Renders, die hier drin liegen. Und Kapitelmarken liegen halt auch in dem Ordner. Das ermöglicht euch, ein komplettes Projekt sehr, sehr einfach von Rechner A zu Rechner B zu bringen. Ihr nehmt also einfach den Ordner, kopiert den, legt ihn irgendwo anders hin und direkt könnt ihr entsprechend das Projekt starten. Können wir mal ausprobieren. Ich öffne mal hier das PodUnion. Ja, und zack ist das da und das würde jetzt an jedem Rechner funktionieren, das Ganze. Okay, vielleicht einfach nur für den letzten Schnelldurchgang so ein paar Features, die wichtiger sind, als man es am Anfang vielleicht denkt. Ich nehme mal dieses Projekt hier und schmeiße mal ein paar Geschichten rein. Ein Fall, den man relativ häufig hat, ist, ich möchte eine ganze Sequenz hier rauslöschen. Und zwar so, dass einfach das, der Rest dann dran geschoben wird. Das war früher immer relativ schwierig. Da musste ich also hier erstmal einen Schnitt setzen und dann da einen Schnitt setzen. Und dann habe ich das genommen und gelöscht und das genommen und gelöscht. Und dann habe ich das da rangeschoben und oh wait. Ja? Da sehen wir schon, jetzt hat er hier, also weil ich da schon einen Schnitt hatte, den Block auch mit rüber genommen. Da muss ich den rüber und die ganze Timeline durch. Das ist schon ein bisschen asig. So, das geht einfacher. Der erste Weg, mit dem es geht, ist hier oben, dass man den sogenannten Ripple-Modus einschaltet. Das sind also diese beiden Schalter hier. Sobald ich den aktiviert habe, ist alles, was rechts auf der Timeline ist, automatisch zusammengruppiert. Ups, bin ja gerade in der Ansicht ein bisschen raus. So. Inklusive auch der ganzen Informationen, wie beispielsweise Kapitelmarken. Das heißt also, ihr seht, hier oben habe ich eine Kapitelmarke gesetzt oder ich setze mal hier einfach eine hin. Ja, auch die wandert dann fröhlich konstant auf meiner Timeline hin. Das heißt, ich kann ja sehr einfach anfangen und ganze Blöcke innerhalb der Timeline verschieben. So, das war uns aber immer noch zu kompliziert und zu viele Schritte. Darum haben wir das Ganze erweitert mit einem kleinen Makro, wie man es halt machen kann in Reaper, um einen Ripple Cut. Das heißt also, ich definiere jetzt einen Bereich und drücke einfach diese Funktion hier und schwupp, automatisch wird es rangeschoben. Ja, wir sehen hier bei der Kapitelmarke, da kann man es nachvollziehen. Ich nehme jetzt mal die Tastatur. Ja, zack. Das sind auch solche Features, die man wirklich im Alltag dann nicht mehr missen möchte, wenn es sie irgendwo in anderen Produkten nicht gibt. Weil gerade das hier ist halt total tödlich bei einem Podcast, wenn ich das hier nicht aktiviert habe. Und ich also anfange, eine Spur irgendwie rumzuschieben und vergesse die andere, weil dann laufen diese Spuren einfach komplett auseinander. Ja. Das ist also der einzige Nachteil von einem Recording auf mehreren Spuren. Man muss wirklich darauf achten, dass die immer stimmig zueinander bleiben und synchron bleiben. Und genau darum braucht man also diesen Modus hier. Okay, ich könnte jetzt noch Dutzende andere Features zeigen, unterschiedliche Playrate hier oben beispielsweise, wenn man beim Abhören mit doppelter oder vierfacher Geschwindigkeit hören will, um schnell zu relevanten Informationen zu kommen und so weiter. Das erspare ich mir jetzt aber, dafür gibt es ja auch viele, viele schöne Screencasts, die wir aufgenommen haben. Stattdessen würde ich jetzt am Ende noch einmal verweisen wollen auf unsere Projektseite, auf der ihr das alles auch als Information findet. Das ist ultraschall.fm. Da findet ihr zum einen hier nochmal eine Feature-Übersicht, so was kann das Ganze eigentlich, wo man sich auch ein bisschen orientieren kann, wie verhält sich das zu anderer Podcast-Recording-Software. Ich glaube, da sind wir in Sachen Feature-Overkill mittlerweile echt gut unterwegs.
Hier unsere Ressourcen. Das Ganze liegt auf GitHub, was wir gebaut haben. Das ist also Open Source. Wir haben einen Blog, Twitter-Account natürlich. Vor allen Dingen aber haben wir hier die Sendegate-Community, wo wir einen eigenen Bereich haben, wo wir wirklich, man kann sagen, rund um die Uhr, natürlich aus Hobby, keiner von uns verdient auch nur ansatzweise Geld damit, aber trotzdem, wie gesagt, das ist schon ein Herzblutprojekt. Wir Support bieten und versuchen also Probleme zu lösen. Das heißt also, das sollte eure erste Anlaufstelle sein, wenn irgendwo etwas nicht funktioniert. Und was ihr natürlich habt, ist dann der Download-Bereich, in dem ihr die Distribution runterziehen könnt. Das WLAN ist heute mal wieder so mittelcool hier. Ja, da ist es. Und zwar auch mit Installationsanleitungen entsprechend drin. Wie gesagt, der ganze Kram liegt auch auf GitHub. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, aber so 2, 3 Fragen könnten wir vielleicht noch zulassen. Wenn ihr welche habt, dann dort ist das Saalmikro. Dann bitte dort einmal hin. Ist das Mikro schon an? Ja. Danke, Ralf. Erstmal danke an das ganze Team. Ihr leistet wirklich großartige Arbeit, um uns als Podcaster zu unterstützen. Die Frage zum Thema Gain, was wir am Anfang hatten, wenn ich unterwegs ein kleines Setup habe, einfach nur mit USB-Headset in die USB sozusagen Stecker des Rechners rein, für meinen Fall für Dienstreise, gibt es eine Möglichkeit, diese Information in Reaper noch so ein bisschen auszunivellieren, zu normalisieren? Jetzt nicht für die Nachverarbeitung, also Auphonic regelt das dann super, aber einfach nur für das Setup unterwegs. Also man kann dann anfangen mit so Pre-Fader, Post-Fader-Konstruktionen. Ich würde fast empfehlen, bei einem USB-Mikro lieber über Audio-MIDI-Setup zu gehen und dort die Eingangsempfindlichkeit quasi zu regeln. Nachzusteuern. Und einzusteuern. Ich würde im Aufnahmeprozess innerhalb von Ultraschall eigentlich diese Regler hier komplett unangetastet lassen. Ja, okay. Also da würde ich nicht anfangen. Man kann das umschalten. Also die GUI hier ist übrigens ein bisschen responsiv. Das heißt also, wenn ich wenig Informationen habe, will, ziehe ich es nach unten. Und je größer ich das mache, desto mehr Features kommen quasi hinzugeblendet. Ich würde das wirklich über die Audio-MIDI-Steuerung machen. Okay. Und eine ganz kurze noch in der Routing-Matrix. Du hattest einen Shortcut, um die Einstellung wieder rauszunehmen, ohne dass der Dialog kommt. Welcher war das? Alt. Alt. Alt gedrückt lassen und in das Feld rein. Perfekt, danke. Damit kriegt man sie schnell wieder weg. Weitere Fragen? Ich hatte mir mal dein Video zu der Mute-Taste und so angeguckt und habe das dann nochmal gemacht und dann ist mir beim Schneiden was aufgefallen und passiert. Denn ich habe das auf 1,5-facher Geschwindigkeit gehört und der White-Modus war noch an. Und dann war die gesamte Folge auf 1,5-facher Geschwindigkeit und auch erstmal so im Feed gelandet, bis es mir aufgefallen ist. Ja, sowas passiert. Das haben wir allerdings gelöst, dadurch, dass wir, wenn du auf diesen Button hier drückst, wird vorher die Abspielgeschwindigkeit auf 1,0 gesetzt. Ja, das hilft grundsätzlich schon mal viel. Nur was passiert ist, dadurch, dass der White-Modus an war, wurde diese 1,5-fache Geschwindigkeit Automation mit übernommen. Ja, okay. Ja, ein etwas ungünstiger Fall. Gibt es da eine Lösung, ohne das die ganze Zeit nochmal mit einfacher Geschwindigkeit und White-Modus durchlaufen zu lassen? Ja. kann ich jetzt aber nicht aus dem Ärmel schütteln. Okay. Aber mit Sicherheit gibt es da irgendein Makro für, mit dem man das heilen kann. Okay, wenn keine weiteren Fragen soweit sind, worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, ich sagte es am Anfang schon, wäre ein bisschen Feedback, wie kompliziert wirkt sowas jetzt auf euch? Ja, waren jetzt also so diese 45 Minuten schon wieder so abschreckend, oh mein Gott, was macht der da alles? Oder ist der Weg von, man hat ein sehr cooles Feature und muss 5 Minuten Arbeit dafür investieren, steht das in einem gesunden Verhältnis? Ja, also ich frage mich das sehr real gerade für meine nächsten Screencast, wie simpel oder wie kompliziert soll ich die machen? Ja, wie viel mutet man also gerade Einsteigern halt zu? Das finde ich ist eine Frage, die mich gerade sehr umtreibt und da würde ich mich dann vielleicht im Nachhinein einfach über Feedback noch sehr freuen. Ansonsten von meiner Seite aus vielen Dank, geht raus, macht cooles Zeug.